Hallo, hallo. Mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und meine lieben Freunde, ihr seht es ja bereits im Titel eingeblendet, denn ich teste heute die Capital Bra Pizza. Ihr wisst ja, dass ich riesiger Pizza-Fan bin. Ich habe selber bereits 3 Pizzen in Kooperation mit Gustavo Gusto rausgebracht. Von daher würde ich schon sagen, dass ich mich ein bisschen auch auskenne mit Pizzen. Und ich bin wirklich gespannt auf die Capital Bra Pizza, weil ich habe so viel von dieser Pizza gehört, verschiedene Videos über die Pizza gesehen. Ich habe mir auch schon 1, 2 Reviews angeguckt und ich bin einfach gespannt, wie die schmecken wird. Ich werde die allerdings nicht allein probieren, sondern mit Max! Hey! Ich hab Lust auf Pizza, ich war gerade erst frühstücken. Ich aber auch, gerade erst gefrühstückt, aber egal. Ja, schön, dass wir uns so zahlreich eingefunden haben, ne? Super, ich mach mal dein Fenster kurz hoch, Entschuldigung. Guck, das hier ist die Kaffeebar, die ich letztens meinte, dass die nice ist. Also die haben wirklich gut gemacht, aber das hätte man ja. Ne, da war ich auch schon mal drin. Echt? Ja, aber alleine war ich da, glaube ich. Einfach mal so sich einreißen. Da war ich alleine. Ey, da war aber früher die 1000 da drin, glaube ich. Nee, das ist nebenan die 1000 war. Ehrlich? Ja. Yeah. Heute Capital Bra, so wie. Heute Capital Bra. Wir müssen erstmal, glaube ich, allen Leuten, die überhaupt keinen Plan haben, was überhaupt heute abgeht, erklären, was überhaupt abgeht. Ich habe es ja schon so ein bisschen im Intro gesagt. Wir testen heute die Capital Bra Pizza, denn Capital Bra, einer der bekanntesten Rapper in Deutschland, hat eine Pizza rausgebracht, beziehungsweise gleich 2. Eine mit Rindersalami, glaube ich. Exakt. Bisschen anderen Sachen. Und ich weiß es auch nicht so genau. Und eine mit Grillgemüse, das weiß ich. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Eine vegetarische, eine mit Fleisch. Yes. Also auf jeden Fall alles halal und so. Und da gestern. Ein Mubarak? Genau, Zuckerfest. Jetzt snacken wir uns jetzt fett rein. Ich hab auf Bachelorarbeit schreiben gefasst. Max, wie weit bist du mit deiner Bachelorarbeit jetzt bisher? 1,5 Seiten. Ne, hast du schon eine Seite? Alter, krass. Nicht schlecht, ne? Alle einmal bitte klatschen unten in den Kommentaren. Ja, aber 1,5 Seiten sind ja schon 1,5 Seiten mehr als gestern. Das ist true. So, also die kleine Erfolge feiern. Gerade wenn man über so Social-Media-Sachen schreibt, finde ich, also es war bei mir zumindest der Fall, kann man halt so voll viel aus seinem eigenen Gehirn und seiner eigenen Erfahrung schreiben, was aber einfach nicht, was man nicht darf, weil es halt nicht belegt, weil es durch irgendeine Quelle, I don't know. Aber diese ganze Branche ist halt so jung, so du findest halt einfach keine passende Literatur, das ist halt auch nochmal ein Problem. Aber es soll nicht um Max' Bachelorarbeit gehen, sondern um die Capital Bra Pizza. Capital Bra Pizza, von daher sehen wir uns jetzt im Rewe, dürfen wir doch filmen. Wir machen einfach. Ganz viel Gold. Gold. So ergiebig wie eine Großpackung. Man sieht nicht, aber ich leck ab. Aber ich habe Maske an aus Lukashop. Komm in shop.de. Ich habe Maske an von Rewe-Katze, weil ich gerade keine dabei hatte, die haben mir gegeben. Ich muss immer Undercover-Fan. Dass die auch alle dann so ein Motorradhelm drauf haben irgendwie, ne? Ist halt, glaube ich, chilliger als die normale Maske. Das bringt halt eigentlich nicht so viel, weil du halt trotzdem unten drunter, ne? Ja, ja. Oh. Boah, perfekt, geil. Alter. Direkt beim ersten Try. Gangsterella, 4 Euro. Ja. Oha, das ist schon ordentlich, ne? Also das hier ist Gustavo Gusto, der Partner, mit dem ich die Pizza gemacht habe. Dish Capital Bra Pizza. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall. Und wir müssen undercover filmen. Tschüss, bis gleich. Mehr Gold. Ja, Gold. Maske ab. Uns ist gerade aufgefallen, tatsächlich, allein, dass wir schon so anfangen zu analysieren und wir sind gerade so aus dem Rewe raus. Die Gustavo Gusto Pizza wiegt 410 Gramm, was schon sehr viel ist, aber die Capital Bra Pizza wiegt 540 Gramm. Also der Preis ist gerechtfertigt irgendwo auch. Ja, auf jeden Fall. Und diese Kirschen hier haben 10 Euro gekostet. Und der Kommentar von der Dingens war, aber 100 Gramm 1,99, also ja, aber wer Capital Bra Pizza kaufen kann, der kann auch Kirschen kaufen. No joke. Ein paar Sekunden später. Tja Leute, einer hat vergessen, das Parkticket zu entwerten. Ich weiß nicht. Ratet. There we are, ladies and gentlemen. Wir haben die Hashtag Team Capi Pizza mit Grillgemüse gekauft. Oh mein Gott, da ist Hanfsoße und Creme Fraiche drauf. Klingt interessant auf jeden Fall. Auf der anderen Pizza befindet sich tatsächlich Rindersalami und ein 3-Käse-Mix auf der Team Capi Rindersalami Pizza. Die wiegt 442 Gramm, die Grillgemüse-Pizza wiegt 540 Gramm, also 100 Gramm mehr. Das heißt, mit welcher Pizza starten wir? Ich bin auch für die. Ich habe, glaube ich, auch mehr Bock auf die, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock auf Pizza, weil Max und ich haben beide gerade gefrühstückt. Gangsterella ist ja die Marke. Zumindest kann man nicht erkennen, das ist ein komplett neues Produkt. Die haben sich nicht mit einem Partner oder so zusammengetan, sondern haben komplett ein Produkt selbst entworfen. Stimmt, ne? Finde ich interessant. Universal Music GmbH. Aber so sieht die Pizza auf jeden Fall aus, wenn man sie rausnimmt. Also sie ist auf jeden Fall, würde ich sagen, what the f***, wie laut war das denn gerade? Der chillt da vorne einfach auf dem Ding jetzt, ne? Ey, weg! Welch Capi Pizza?
Ehrenmann, Digga. Den Ofen muss man vorheizen auf 225 Grad. Kann ich richtig losgeben. Ja, der Ofen heizt auch gerade schon vor. Ja. Ich glaube, für eine Tiefkühlpizza ist es eine normale Größe. Ja. Normale Größe, ja. Wir sehen schon, also sieht auch komplett normal aus. Jetzt sieht aus wie so ein Tuck-Keks. Ja, no, das wie so ein Cracker. Ja. Aber damit backt die wahrscheinlich schneller. Aber gut, machen wir jetzt mal das... Verpisst euch! So, das ist auf jeden Fall... Dieser Scheißvögel, Alter. Das ist auf jeden Fall die Rindersalami-Pizza und ich würde sagen, wir knallen die jetzt mal in den Ofen und dann sehen wir uns, wenn die fertig ist. Nur wenige Minuten später. Der Vorgang ist beendet, Ladies and Gentlemen. Hier ist die Pizza. Oh, sie sieht sehr geil aus. Boah, und es riecht auch nicht. Ein bisschen... Ah, wir nehmen gleich mal raus. Stand ja drauf, 225 Grad, 10 bis 12 Minuten. Wir haben es jetzt 11 Minuten drin gelassen. Ja. Boah, riecht gut. Riecht mal. Boah, ja, geil. Geil. Wir ballern direkt die Grillgemüsepizza auch rein. Stellt euch vor, Kappi hat jede einzelne Pizza so gemacht am Ende so. Ja, yeah, no joke. Boah, sieht auch geil aus. Ihr müsst halt überlegen, die beiden Pizzen sind mehr oder weniger gleich schwer. Also die Rindersalami wiegt irgendwie 440 oder so und die hier wiegt 410. Das ist Gustav Gust und das ist Capital Bra. Man sieht schon, die sind von der Größe komplett unterschiedlich, wiegen aber gleich viel. Das heißt, hier habt ihr eher so flachen Teig, bisschen so auf die Dings und hier ist eher so... So ein bisschen kuchenmäßig. Das ist halt einfach so, das ist so italienisch und das ist so American. Ja. Sind zwei komplett unterschiedliche Produkte auf jeden Fall, aber wir ballern Grillgemüse rein und testen in der Zwischenzeit jetzt Rindersalami. Sieht aber geil aus. Okay, wir hatten doch noch ein bisschen länger drin lassen müssen, ne? Ja, aber wir haben es nach Anweisung gemacht. Das war vorgeheizt. Ich bin zwar kein riesiger Pizza-Salami-Fan, immer eher prosciutto-mäßig. Man sieht schon, wie dick die ist, ne? Der Teig. Ja, ja, ja. Das ist richtig krass. Manchmal da, ne? Mhm. Ich bin mega gespannt. Ich habe jetzt auch wieder richtig Hunger. Doch. Fetzt? Ja, schmeckt gut. Ich finde auch die Salami geil. Ich will jetzt keine anderen Pizza-Hersteller nennen. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Schmeckt besser als die ein oder andere Tiefkühl-Salami-Pizza, die ich bisher gegessen habe. Das wollte ich sagen. Und ich finde es so gut. Ist halt eine komplett andere Art Pizza, ne? Ja. Ist halt nicht so italienisch, der Teig ist dünn, labert runter, du isst so on. Sondern ist so American. Ist eine Gangsterella. Mhm. Okay, Max, danke. Man muss halt auch sagen, Pizza ist generell ziemlich geil. Mhm. Also er bringt jetzt hier keinen Quinoa-Acai-Bowl-Joghurt raus, sondern Pizza. Ja, fetzt. Ist geil, ne? Ja, finde ich auch gut. Was würdest du geben auf Skala von 17 bis 34b? Mhm. 21j, glaube ich. Ah, okay, krass. Hey Leute! Wir haben Rindersalami-Pizza aufgegessen, von daher kommen wir jetzt zur... Ah, die ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen krosser. Oh ja. Das ist die Grillgemüse-Pizza. Vom rein äußerlichen sieht die halt deutlich gesünder aus, aber mit dem ganzen Käse natürlich wieder ein bisschen, ne? Mm, ja, ja. Rindersalami war schon geil. Fand ich auch. Max und ich haben die auch aufgegessen gerade noch. Ja. Aber jetzt ballern wir uns die Veggie-Pizza auf jeden Fall mal rein. Also die Pizza ist auf jeden Fall krosser geworden, dadurch, dass wir die noch eine Minute länger drin hatten. Ihr seht, es Hanfsoße ist auf dieser Pizza drauf. Belelelegt mit extra viel. Nein, ich da belelelegt. Ja. Bra, nicht vergessen, Folie. Das ist schon geil. Also die haben auf jeden Fall alle Insider irgendwie von Capital Bra mit reingebracht. Wir sehen schon, es befindet sich dort auf jeden Fall Tomate drauf, Paprika, Zucchini. Der Taste-Test von der Hanfpizza. Mh, mm, viel krosser. Crunchy, crunchy. Mhm. Boden ist geil. Ist mir zwar zu dick, zu viel Teig, aber der Boden, dieses Crunchige, ist richtig geil. Ist schon wild. Schmeckt nicht so geil wie die Rindersalami, aber trotzdem gut. Ist ein guter Geschmack und schmeckt gut. Ach krass, wie ist die so vom Esserlebnis her? Gut, der Geschmack. Okay, und so von dem vom Gaumenschmaus-Level? Mmh. Vom Gaumenschmaus-Level würde ich eher sagen, guter Geschmack. Probier mal, wie sagen, Pizza-Taster Nummer 1. Nummer 2, ich bin ja Nummer 1. War die bei dir auch ein bisschen kalt oben noch? Ja, ein bisschen. Wahrscheinlich, weil die so dick ist, dass sie ist nicht komplett durch. Aber also, ist jetzt nicht schlimm. Ja, aber stimmt, bei mir war auch, also, die war jetzt nicht so... Digga, dieser Vogel, ne? Die Sache ist, dadurch, dass der Teig halt total dick ist, ist es halt total schwer, die komplett, der Vogel sagt, was wir denken. So, also absolut no hate, ne? Aber die Pizza ist halt unten so richtig nice crunchy und oben war die noch ein bisschen kühl drauf. Mhm. Was ich aber voll interessant finde, ist dieser Hanfgeschmack. Ja. Das habe ich so gefühlt noch nie gegessen. Ja, ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht.
Es ist nur ein neuer Geschmack. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, schmeckt viel schlechter als die Rindersalami. Ich finde es gut. Auch ich finde auch die Idee gut, dass er zwei verschiedene Pizzen rausgebracht hat. Ein Veggie-Ding, ein Rindersalami, hätte auch Lutz drauf kommen können. Aber ich bin echt positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so geil ist. Ich bin ja immer so am Test und esse so dabei das ganze Stück. Du hast ja vorhin, was hast du gegeben? 27J? Ja. Yeah. Ja, ich würde, gib du mir eine Skala, wie ich bewerten soll? Salz bis Pfeffer. Salz bis Pfeffer, ich würde sagen Knoblauch. Ja, ja, okay, stimmt. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Capital Bra Pizza und einem neuen AMG? Boah, das ist schon schwer. Du kannst ja halt auch 4 Pizzen kaufen und dann dir daraus ein Auto bauen. Dann würde ich Ketchup nehmen. Mhm. Ich hätte mich eher für einen Tannenbaum entschieden, aber jedem das seine. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Pizza schon gegessen habt, ob ihr schon sie euch Max ist unten in der Beschreibung verlinkt, der lädt regelmäßig Videos hoch, also schaut unbedingt bei ihm vorbei. Max, du hast die letzten 10 Wörter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fühl ich nicht, Digga. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier 2 andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.